Also sieht aus wie eine Buchsbaumplantage oder die Alternative zum Buchsbaum. Da kann ich jetzt nicht so genau erkennen. Keine Ahnung. Aber ist schon Wahnsinn, was hier so wächst. Ne? Morgen. Also sieht aus wie Buchsbaum, aber könnte auch die Alternative sein. Also Eibe sind auf keinen Fall. Bei nächster Möglichkeit links. Keine Ahnung, müsste ich zu Hause mal gucken. Aber ist schon, was, ne? Also, da kriegst du schon eine Hecke mit zusammen hier. Wahnsinn. Jetzt links auf Gunthuizer Weg. Folge dem Weg 750 Meter. Ja, macht Radeln Spaß? Ich würde sagen, ja. So viel kriegt man mit dem Auto nicht zu sehen. Müssen wir eine Pause machen. Wir müssen eine Pause machen. Selbstbedienung, Kaffee, Tee und keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall, ja, schalte ich hier mal ab. Sowas sieht man am Wegesrand. Wunderbar. Willkommen, Selbstbedienung. Schöner Tisch. Duffelkelder, keine Ahnung, was das heißt, irgendwie Trüffelkeller oder so. Da haben wir schon wieder einen Aufladepunkt. Da werde ich mal gleich mein Handy dran machen. Und hier, ja, guck dir das an. Könntest du theoretisch Heier machen abends. Da haben wir eine Kaffeemaschine. Kaffee, Zucker. Waschbecken. Kaffee 1 Euro. Ja, das ist okay. Da habe ich nichts dagegen. Und ein Plätzchen haben wir auch noch da. Eine Sitzgelegenheit, wenn es regnet. Ein paar Prospekte. Ne? Abfall. Und wieder eine Luftpumpe. Moi, dass ihr da bin. Ja, genau. Finde ich auch. So. Jetzt mache ich hier Schluss. Koche mir einen Kaffee. Esse ein Plätzchen. Und lade mein Handy auf. So, jetzt habe ich schon mal hier die Kaffeemaschine angemacht. Das ist ja ein Traum. Da sind auch noch Steckdosen. Da kannst du nicht meckern, ne? Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist auch noch jede Menge hier. Kaffee. Wunderbar. So,
Und da hört er sich das schon ganz gut an. The coffee. Kommt er. Alles klar? Ja, hallo Freunde. Jetzt sitze ich hier an einem Restpunkt oder Erholungspunkt oder wie man das nennen will, an diesem Häuschen und habe mir einen Kaffee gekocht und ein Plätzchen genommen. Und die werde ich jetzt ganz gemütlich verspeisen. Und während dieser Zeit mache ich eine Pause, eine kurze, und lade mein Handy auf. So, jetzt habe ich hier mein Päuschen beendet. Und jetzt weiß ich auch, was Tuffelkeller bedeutet. Und zwar Kartoffelkeller. Tuffeln. Kartoffeln. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, wieder so eine kleine Gelegenheit, irgendwas einzukaufen. Und da hat mich doch dieser Kasten da angelacht. Krombacher Radler. Aber die sind alle leer. Also das geht ja gar nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier irgendwo eine kalte Flasche gibt. Sieht zwar nicht so aus, aber schauen wir mal. Das sind so die kleinen Highlights am Wegesrand. Ne? Ja, jetzt bin ich irgendwo kurz vor Twist. Vielleicht hört man im Hintergrund so ein summendes Geräusch. Und was sehe ich da? Mitten in der Pampa? Eine Pumpenanlage. Ob die hier Öl fördern, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man ja nicht allzu häufig, ne? Hier in unseren Ländern, in unseren. Ja, eine Pumpenanlage. Also ich glaube doch, hier wird Öl gefördert. Es riecht hier ganz schön heftig nach Öl. Soll man gar nicht glauben, ne? Aber die Anlage ist nicht die einzige. Wenn ich jetzt hier so rüberschwenke, da hinten ist noch eine. Ja, Dallas, ne? Ja, das Ziel kommt näher. Twist, da oben steht es. Kann nicht mehr weit weg sein. Also, habe ich ohne aufladen zu müssen geschafft. Und da ist schon wieder so ein Teil. Ölförder. Pumpe. Nach 200 Metern weiter auf alte Picardi. Wahrscheinlich hat hier jeder im Hintergarten eine Ölpumpe. Also denen geht's gut. Die leben nicht vom Acker, sondern die leben von dem, was unterm Acker zu finden ist. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob nicht alles, was unterhalb der Bodenkrume sich befindet, dem Staat gehört. Also Olaf Scholz sozusagen. Ne? Ja, da haben wir die Mühle nochmal von hinten. Der Sportplatz von Georgsdorf. Allererste Sahne, kein Kunstrasen. Richtig Natur. Eine Imkerei. Da will ich ja wohl nicht zu nahe dran gehen. Sonst habe ich die Biester gleich am Arsch. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob die Toilette auf ist. Meistens sind die ja nicht auf. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist natürlich schlecht. Für den, der es nötig hat.